Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute habe ich wieder ein brandneues Auto für euch. Ihr könnt es sehen, es ist ein BYD, ein ganz neuer BYD, nämlich der Sea Lion 7. Hier heute in Offenbach bei Frankfurt ist die Europapremiere. Hier wird der Wagen heute vorgestellt. Und wir dürfen ihn nachher auch vielleicht mal ein bisschen fahren, aber leider nur sehr kurz. Wir haben, glaube ich, nur 1,5 Stunden Zeit. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen durch das Video hetzen. Und das ist ja ein ganz neuer Crossover-SUV. Und wir gucken uns den Wagen natürlich an, von außen, von innen. Wir fahren ihn, wir schauen uns die Software an. Diese Version hier, das ist, glaube ich, die Exzellenzausstattung mit dem größten Akku, 91,3 Kilowattstunden LFP-Batterie. Ja, das verspricht viel, über 500 Kilometer Reichweite. Das wird also mega spannend. Der Wagen ist mit Sicherheit hochinteressant und das zu einem Preis. Ja, da werdet ihr euch noch wundern, erfahrt ihr auch im Laufe dieses Videos. Und irgendwann werde ich ihn sicherlich auf meiner Reichweitenstrecke haben. Heute kann ich leider nur eine kurze Runde mit dem Auto drehen. Trotzdem wird es mit Sicherheit ziemlich spannend. Also bleibt unbedingt dran. So Leute, dann steigen wir doch mal ein. Mein erstes Mal im BYD Sea Lion 7. Also ganz ehrlich, das Interieur hier, das sieht doch relativ luxuriös aus. Hier alles feines Leder und wir haben hier die Exzellenzausstattung. Das ist die höchste Ausstattungslinie. Also es gibt drei Stück, Komfort, Design und Exzellenz. Und ja, hier die Exzellenz mit allem, was es gibt beim Sea Lion 7. Richtig schönes Leder und das ist hier tatsächlich wirklich echtes Leder. Bei den anderen Ausstattungen ist es Kunstleder. Wir haben hier schöne Absteppungen und ihr seht, die Sitze sind perforiert. Das heißt, wir haben hier natürlich Sitzheizung drin und wir haben hier Sitzkühlung drin. Überhaupt ist hier ja alles serienmäßig bei BYD. Man kann im Prinzip so gut wie nichts konfigurieren, außer die Ausstattungslinien. Und dann ist hier alles schon drin. Also zum Beispiel sämtliche Assistenzsysteme, die ihr euch vorstellen könnt, sind hier schon vorhanden. Ne? Ja, und das Cockpit, ihr könnt es sehen, also sehr, sehr luxuriös, feines Leder, sehr weiche Materialien. Hier zwei große Displays, einmal das 15,3 Zoll Infotainment Display und das 10,25 Zoll Tacho Display. BYD typisch kann man das hier natürlich wieder mal drehen, ganz klar. Und wir haben hier so eine Konsole in der Mitte am Armaturenbrett. Das erinnert mich so ein bisschen an Mercedes. Ihr kennt das ja mit dem Hyperscreen oder auch beim Mercedes bei der E-Klasse zum Beispiel, EQS oder EQE. Da gibt es ja auch so ein Panel hier und hier haben sie so Ambient-Grafik eingelassen. Das ist mehr oder weniger sowas wie so ein Display hinter diesem Panel. Und das kann man natürlich auch in der Farbe ändern. Jetzt ändert es die Farbe im Demo-Modus sowieso ständig. Also ist schon richtig cool gemacht, muss ich sagen. Überhaupt die ganzen Materialien hier. Alles so gummiert oder beledert, abgesteppt mit weißen Ziernähten. Hier ist so Alu-Optik, so gebürstet. Ja. Hier so Wildleder-Alcantara-mäßig. Richtig, richtig edel, muss ich echt sagen, gefällt mir wirklich gut. Auch das kleine Lenkrad mit dem schönen Leder hier, schönes BYD-Logo. Hier so ein X, das ist ja mehr oder weniger auch die Designsprache. Es nennt sich ja dieses X-Design in dieser Ocean-Serie, die BYD hier mit dem Sea Lion aufgelegt hat. Das findet sich hier auch im Lenkrad wieder. Sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Und natürlich typisch chinesisch, also ein bisschen verspielt, schöne Formen, so ein bisschen organisch, rundlich. Auch die Mittelkonsole, die hier so ein bisschen schwebt. Hier unten drunter haben wir ein großes Fach mit USB-C und eine 12-Volt-Steckdose. Hier haben wir Ablagen fürs Handy. Leider wieder mal für mich unverständlich nur eine Seite zum Laden und die zweite Seite nur zum Ablegen. Ja, als ob das so schwierig und teuer gewesen wäre, hier noch ein zweites Ladefach zu machen. Ja, Lüftungsschlitze, klar, wir haben hier Cupholder und noch eine Armlehne, die man hochklappen kann. Hier ist auch sehr viel Stauraum drin. Ja. Und Gangwahlhebel so aus ja, Kristalloptik, ja. Ne? Wunderschön gemacht, muss ich sagen. Sieht sehr schick aus. Hier Mediensteuerung, hier so ein bisschen Klavierlack. Das ist ja das Einzige, was wir Klavierlack haben. Na gut, wenn man das hier sieht, dann könnte man das auch als Klavierlack werten. Ist es aber nicht. Das ist irgendwie so ja, Acryl oder sowas. So Klavierlack würde ich das nicht durchgehen lassen. Aber trotzdem sieht man hier natürlich sämtliche Fingerabdrücke. Ist ein bisschen so, ne? Kann man nicht ändern. Panoramaglasdach haben wir, 2,1 Quadratmeter. Wirklich eins der größten Panoramaglasdächer seiner Klasse. Und das kann man auch, mal sehen, ob ich das hier hinkriege, mit irgendeinem Schalter mit so einem Rollo zufahren lassen. Das heißt, wenn es euch im Sommer zu warm wird, ja, dann könnt ihr das mit dem Rollo zuschieben oder eben auch stoppen. Sehr, sehr schön, wirklich. Und jetzt gehen wir noch mal eben kurz nach hinten, um mal zu gucken, wie ist denn so der Platz im Fond.
So, Vordersitz war so ein bisschen schon auf mich eingestellt, bis auf ein paar Millimeter vielleicht. Und jetzt sitze ich hier hinten. Also Leute, ganz ehrlich, der Platz hier, es ist wirklich wahnsinnig üppig. Wir haben natürlich einen ebenen Boden und die Füße, ja, passen voll unter den Sitz. Ich kann die Beine super ausstrecken. Auch die Sitzhöhe ist gut. Die hängen nicht so in der Luft, die Knie. Sehr, sehr schön. Hier haben wir noch zwei USB-C-Anschlüsse. Hier haben wir auch Sitzheizung hinten, serienmäßig, aber keine Sitzbelüftung. Aber die Heizung haben wir. Hier noch eine Lüftungssteuerung. Ablagefächer, eine große und zwei kleine. Schöne Sportsitze vorne, auch hier hinten schönes Leder. Wirklich klasse. Und man kann die Sitze, glaube ich, auch in der Neigung verstellen irgendwie. Finde ich jetzt aber den Schalter nicht. Ah ja, hier, das ist mechanisch, nicht elektrisch. Kann man in der Neigung verstellen. Cool. Mittelarmlehne. Auch nochmal mit dem Fach. Und wahrscheinlich Cupholdern, genau. Also sehr, sehr schön gemacht hier. Also vom Interieur würde ich sagen, wirklich Premium. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Auch die Sitze sind super bequem. Also genau die richtige Mischung aus fest und weich. Also dass man hier sehr gemütlich sitzen kann, auch für lange Strecken. Und apropos lange Strecken. Der Wagen hier, der hat einen LFP-Akku drin. Ja, BYD baut in den Sea Lion nur LFP-Akkus ein. Und die Exzellenzversion hier, quasi größte Ausstattung, hat 91,3 Kilowattstunden. Also es ist der größte LFP-Akku, den ich bis jetzt in einem PKW gesehen habe. Und der Clou ist, das Ganze ist ja diese Blade-Batterie von BYD. Und hier haben sie eben Cell-to-Body-Technologie verwendet. Das heißt, der gesamte Akku ist ein Teil, welches Teil des Chassis geworden ist und wird quasi direkt in den Unterboden verbaut. Also hier der Boden, auf dem ich stehe, ist mehr oder weniger die Rückseite des Akkus und nicht so wie bei anderen Autos normalerweise, wo da noch ein Blech dazwischen ist. Das Blech ist quasi die Akkuabdeckung selbst. Und durch diese Technologie spart man erstens wahnsinnig viel Platz. Wie sollte man auch sonst diese 91,3 Kilowattstunden unterbringen, weil LFP-Akkus sind ein bisschen größer und schwerer als normale NMC-Akkus. Das haben sie damit super gelöst. Und es ist auch flacher, ja, das heißt, man spart auch Platz und Höhe im Innenraum. Von daher ist ja natürlich das Raumangebot, auch gerade was die Höhe angeht, die Kopffreiheit, ein bisschen besser als im Durchschnitt aller anderen Autos. Und dieser Akku hier, 91,3 Kilowattstunden, verspricht eben eine Reichweite von 502 Kilometern. Ja, das ist ordentlich, aber für 91,3 ist es fast schon wieder wenig. Und da darf man mal gespannt sein, wenn ich den Wagen nachher mal fahren darf, wie denn so die Verbräuche sind von diesem Auto. Aber gut, das testen wir natürlich noch auf der Strecke gleich. Und dann erzähle ich euch natürlich den Rest über das Auto. Also, bis gleich. So Leute, wir sind jetzt unterwegs und wir sind im Auto und fahren hier unseren Rundkurs. Der wird ungefähr eine Stunde dauern. Wir haben jetzt 95% im Akku, 447 Kilometer wird angezeigt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Stefan und ich. Stefan Schwung vom Kanal Schwungvoll kennt ihr natürlich. Wir sind beide heute auch hier. Nicht nur wir, sondern jede Menge andere YouTuber und internationale Presse. Ja, und Stefan macht natürlich gleich sein eigenes Video. Was es wird, könnt ihr euch vielleicht denken. Quality-Check, ja, Leute. Natürlich. Könnt ihr schon gespannt drauf sein. Und ihr könnt es sehen, also es war die ganze Zeit trocken und kaum starten wir, fängt es an zu nieseln. Also es ist ein üblicher Move Electric Test bei meinem typischen Wetter. Also was will man da mehr? Und jetzt haben wir halt die Gelegenheit, ein bisschen über das Auto zu sprechen. Vorne in der Halle war das halt sehr, sehr hektisch. Es standen auch Leute Schlange, die in das Auto wollten und es war auch kein gutes Licht und so. Wie sind so die Daten dieses Autos? Erstmal grundsätzlich. Der BYD Sea Lion, ganz neues Auto, wie gesagt, kommt jetzt nach Europa. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich die Route nicht verpasse, weil die ist hier vorgegeben im Navi. Kommt jetzt nach Europa. Es gibt drei Ausstattungslinien, Komfort, Design und Exzellenz. Wir fahren natürlich in der Exzellenz-Variante, was auch sonst. Ne? Ich muss wahrscheinlich jetzt hier lang. Genau, muss ja um den Kreisverkehr rum. Die Exzellenz-Variante ist natürlich die höchste Ausstattung, hat auch den größten Akku, nämlich 91,3 Kilowattstunden. Das Ganze, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine LFP-Batterie. Und ihr wisst ja, LFP hat eine geringere Energiedichte als die NMC-Akkus. Und bedeutet, dass der Akku größer und schwerer ist bei der gleichen Akkukapazität. Jetzt muss ich hier mal kurz abbiegen, nicht, dass ich mich verfahre. Jetzt geht es nämlich auf die Autobahn. Autobahn, übrigens ein interessantes Stichwort. Ne? Also der Motor hier,
23.000 Umdrehungen macht. Ach so, BYD hat sich sehr oft wiederholt, indem sie sehr stolz scheinbar sind auf die Umdrehungszahl ihres E-Motors. Ja. Oh, da ist schon Stau. Hoffentlich müssen wir da... Nee, wir fahren ja nicht zurück. Wir fahren in die andere Richtung. Da haben wir Glück gehabt. Ne? Ja, ja. Genau, der Motor, der E-Motor, der dreht nämlich 23.000 Umdrehungen pro Minute. Das führt dazu, dass das Fahrzeug hier mit einem Gang 215 km/h schnell ist. Ja. Das ist schon gut, nicht schlecht. Und wir haben hier aber ja zwei Motoren, also Allrad hier, ne? Und eine Systemleistung von, was waren 530 das? 530 PS waren das. 530 PS, 390 kW, 680 Newtonmeter. Und der Wagen hier beschleunigt in 4,5 Sekunden auf dem Papier von 0 auf 100. Genau. Sie haben vorhin bei der Pressekonferenz sogar gesagt, dass Sie hier in Frankfurt 4,3 Sekunden geschafft haben beim Testen. Also die 4,5 sind fast schon noch untertrieben. Also es ist einfach hier eine Performance-Variante. Bezüglich Reichweite soll es hier bis zu 502 Kilometer weit gehen. Das ist für einen 91er Akku gar nicht mal so weit, muss man sagen. Also dürfte der Verbrauch ein bisschen höher liegen. Leider, wir kämpfen noch so ein bisschen mit der Software, die übrigens die neueste BYD-Generation ist, also von der Software her. Auch oberflächentechnisch ist es ein bisschen anders. Dass wir hier irgendwie einen Trip finden. Aber bis jetzt war es immer so, bei BYD gibt es keine richtige Trip-Anzeige, nur die letzten 50 Kilometer. Also wir machen hier Learning by Doing oder Driving by Doing. So, und jetzt haben wir hier schon eine Sache, die ich an diesem Lenkrad einerseits schick finde, ja, optisch, ne? Diese schönen, ja, gebürsteten Metalloberflächen, die natürlich aus Kunststoff sind. Aber sie haben weiße Symbole auf dieser Metalloberfläche, was dazu führt, dass ich sie bei dem Lichteinfall hier ganz schlecht erkennen kann. Und das auch ohne Brille. Und selbst ich könnte sie ohne Brille erkennen, wenn sie denn mehr Kontrast hätten. Die Symbole sind für mich nicht entzifferbar, leider. Das Problem hatte auch schon Genesis übrigens. Wir haben hier auch eine Anhängerkupplungsoption. Die ist aber nicht sehr zugkräftig. 1,5 Tonnen wurde uns gesagt, kann er hier ziehen in der Allrad-Version. Und in der Single-Motor-Version sind es, glaube ich, nur die Hälfte. Die haben tatsächlich 750 Kilo gesagt, was mich sehr gewundert hat. Und hier vorne haben wir ein 10,25 Zoll großes Tacho-Display mit den üblichen BYD-Anzeigen. Ich muss aber sagen, im Vergleich zu früher sieht die Anzeige deutlich schicker aus. Jetzt haben wir hier sogar eine kleine Berglandschaft hier vorne. Die Grafik ist etwas größer gestaltet. Das heißt, die Buchstaben sind größer und das erste Mal in einem BYD kann ich das alles lesen, was da steht. Also richtig geil. Sie haben meine Videos geguckt und auf mich gehört und die Schrift größer gemacht. Das feiere ich hier gerade ab, Leute. Aber ernsthaft, das feiere ich ohne Brille fahren. Es ist richtig gut. Ja, tatsächlich. Wir sind in der Exzellenz-Version. In der Exzellenz-Version hast du dann sogar das Head-Up-Display. Head-Up-Display habe ich ganz vergessen. Hast du vergessen, ja? Ja, natürlich. Aber auch Head-Up-Display. Da, natürlich. Hada. Nee, aber auch, was du eben sagtest, für die Sicherheit, 4-Kolben-Bremsanlage, der hat einen Bremsweg von 37 Metern bei 2,4 Tonnen. Rote Bremssättel, das ist für manche viel wichtiger als diese Meterangabe. Also, Entschuldigung, wir interessieren 37 Meter, wenn die Bremssättel rot sind. Ja, eben, niemand. Ja. 20 Zoll Reifen drauf, übrigens auch serienmäßig sehr schicke Alufelgen. 19 Zoll dann in der Einstiegsvariante Komfort. Und der Preis kommt auch gleich, Leute. Und Leasingraten haben wir alles für euch. Das wartet noch ein bisschen. Ja. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Genau, wir haben hier, glaube ich, ich hoffe, dass wir hier schon Winterreifen drauf haben. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Die schicken uns irgendwo in die Berge, ja. In jedem Fall haben wir jetzt gerade 18,6 Kilowattstunden. Wir fahren aber auch nur 100 auf der Autobahn, weil wir uns so ein bisschen überfordert fühlen gerade, also ich zumindest, weil ich reden muss, den Wagen erfahren will und gleichzeitig auch noch auf den Verkehr achten muss und aufs Navi achten muss. Da will ich auf gar keinen Fall so schnell fahren, weil sonst verpasse ich nämlich hier irgendwie eine Ausfahrt. Ja, Leute, übrigens Akustik hier. Ne? Wir haben hier eine Dyn-Audio-Anlage. Da haben wir uns vorhin auch mit den Dänen, das ist ja eine dänische Firma, unterhalten. Wir haben vorhin eine Demo hier im Auto gehabt mit Musik. Wir haben jetzt 12 Lautsprecher mit Subwoofer verbaut. Systemleistung weiß ich jetzt nicht, wie viel Watt das Ding hat. Aber alle aktiv angesteuert. Für aktive die Lautsprecher, ja. Also die Soundqualität hier in diesem C-Lion 7. Wahnsinn. Also bei mir, ich zitiere ja oft meinen Tesla Model S, der hat eine super Soundanlage. Das ist ja gar nicht die Premium-Anlage, sondern die Standard-Tesla-Anlage. Und im Model S sehr, sehr, sehr gut. Wirklich, wirklich gut. Das ist immer so ein bisschen mein Referenzmodell. Aber das hier, ey, da fliegen euch die Ohren weg. Das war so genial. Vor allem so klar war das. Ja, und Surround und überhaupt und die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Richtig gut. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, wenn ihr so einen Wagen mal fahrt. Auf die Soundanlage, ja. Mega. Dyn Audio. Ja. Ganz toll. Gibt es übrigens auch für Home-Soundanlagen. Und dann die Dämmung hier. Also Sie haben ja extra gesagt, Sie haben hier 45 Dämmzonen in dem Auto, wo Sie den Wagen gerade bei Tempo 120
zu einem Konkurrenzmodell der gleichen Klasse, welches wollten sie nicht verraten, um 3 dB die Lautstärke hier gesenkt haben. Also 3 dB leiser als ein vergleichbares Konkurrenzmodell, also E-Auto, kein Verbrenner, ja? Naja. Und 3 dB, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, also 1 dB ist eine Halbierung der Lautstärke, ne? Und also empfundene Lautstärke. Also 3 dB, das sind Welten. Und so wie der Wagen sich jetzt auch hier fährt, wir fahren jetzt ja nicht so schnell und Landstraße, ist es wirklich total leise. Also wir unterhalten uns hier wie im Wohnzimmer. Ja, ja, stimmt. Der Blinker ist geil. Ja, hört ihr diesen Blinkerton? Bam, bam, wie so eine Glocke. Das ist der Blinkerton, Leute. Ich erinnere an den Jeep Avenger mit der Beatbox. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war wirklich was, wo ich sage, das ist ein Grund für mich, den Wagen nicht zu kaufen, wegen dieses Blinkersounds, wenn man den nicht abstellen kann. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben hier so ein paar Bedienelemente. Wir haben hier eine Rekuperationseinstellung. High, Standard. Ja, nur High und Standard. Ich habe immer auf High stehen sehr gerne. Dann hast du hier haben wir Fahrmodi. Was haben wir denn gerade? Sport, Normal, Schnee, Eco. Wir sind im Normalmodus. Ja, wir erarbeiten uns das Auto ja auch gerade live, ne? Aber es ist doch relativ einfach zu verstehen. Als Zwischenstand übrigens haben wir gerade 21,5 Kilowattstunden Verbrauch. Das ist ganz schön viel dafür, dass wir so langsam fahren und viel Landstraße. Mhm. Wir haben es aber 6 Grad und es regnet. Muss und man jetzt kannst du das sagen, geht gerade auch noch und es geht gerade bergauf, ja. Also von daher ist es vielleicht nachvollziehbar. So, jetzt haben wir euch lange genug auf die Folter gespannt wegen der Preise. Jetzt kommen wir mal zu den Kosten. Und was noch nicht ganz klar ist, also mir zumindest nicht, ob da jetzt die Strafzölle schon eingerechnet sind. Ich würde mal sagen, ja, weil die sind ja schon bekannt und die Preise wurden heute genannt. Also gehe ich davon aus, dass das auch die Preise sind, die nächstes Jahr gelten. Und da haben wir jetzt hier bei der Komfortvariante, also die kleinste Version, mit dem kleineren Akku, also 82,5 Kilowattstunden, mit dem Heckantrieb und ohne Head-Up-Display, aber sonst Zoll. Mit allen Ausstattungsmerkmalen hier, was es so gibt, ja, 19 Zoll Reifen. Und da kommen wir auf 47.990 Euro. Exakt. Und zwar auf Endkundenpreis, ja, für Privatkunden. Genau, ihr könnt da ja gar nicht viel reinkonfigurieren. Nee, man kann nichts konfigurieren. Also Farbe. Genau, Farbe. Und Sitz hier, helle oder dunkle Sitze, das war's. Ja. Und Leasingrate, Stefan, wie hoch ist die? 535 Euro ist das dann für Privatkunden, also inklusive Mehrwertsteuer. Und wenn ihr jetzt Gewerbekunden seid, bezahlt ihr 455 Euro dafür. Also ist dann netto, ne? Genau. Genau. Und dann kommt die nächste höhere Ausstattung, das ist die Designvariante. Wie waren die Preise da? 53.990 Euro. 53.000, also statt 47.000, 6.000 mehr? 6.000 mehr, ne? Okay. Leasingrate liegt dann statt 535 jetzt bei 564, also 29 Euro mehr. Der Unterschied ist ja marginal. 29, ne? Ja. Oh, wir müssen hier abbiegen. Alles klar, dann biegen wir mal hier ab. Siehst du, jetzt haben wir gequatscht und haben uns verfahren. Müssen wir einmal kurz drehen. Tata! 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 Hier, tata! Tata! Hoffentlich ist das befahrbar hinter mir, aber es sieht so aus. Wir haben Geländewagen. Wir haben Allrad. Das auch. Also Wendekreis überrascht mich hier extrem positiv. Ist wahrscheinlich besser als das, das Vergleichsfahrzeug. Ja, ist ja wahnsinnig klein. Was ist das denn? Verkehrsfunk abbrechen. So, jetzt geht's zum Feldberg rauf hier. Übrigens, also wir waren aber noch bei den Preisen. Ja, sag nochmal die Preise für die Designvariante. Also 53.990 Euro. Im Leasing dann 564 Euro, sind also nur 29 Euro mehr als für die Komfortvariante. Oh. Im Brutto und netto 479, was denen entsprechend dann 24 Euro mehr sind. Das ist ja marginal, ne? Das kannst du ja. Also Barpreis 6.000 Euro mehr. Lohnt sich das? Das ist die Frage, ne? Was hast du da mehr? Du hast eine höhere Beschleunigung, du hast Allrad und du hast größere Felgen. Dafür 6.000 Euro mehr. Ja gut. Na gut, allein Allrad mit... Ne? Ja, wer es braucht. Ne? Also spannend wird es dann, du hast aber eine geringere Reichweite. Ne? Spannend wird es ja, dann jetzt wird's spannend, ja. Bei der Exzellenz-Ausgabe, hätte ich beinahe gesagt, Version. Volle Hütte, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Head-Up-Display, du hast den großen Akku, 91,3. Sonst doch alles identisch wie bei der Design-Variante. Jo. Und das kostet? 58.990. 58,9 und Leasing? Im Leasing, das ist geil, jetzt 589. Das ist also 1% genau vom Bruttopreis, ist die Leasingquote jetzt hier. Okay. Und das heißt 589 auf die Komfort
von 535, ne? Das sind halt mal gerade 44 Euro mehr. 64 Euro mehr. Ja, das ist eigentlich marginal. Also eigentlich 64, stellt sich beim Leasing ja überhaupt keine Frage, dass man die Exzellenzausführung hat. Ne? Als Gewerbekunde liest du noch unter 5 Euro und 500 damit, ne? Ja, also die Barpreise sind jetzt nicht ganz günstig, ja, ja. Aber die Leasingkonditionen finde ich super spannend. Find super ich spannend. Auch. Okay, Leute, jetzt will ich euch den Kofferraum noch kurz eben zeigen. Und wir sind hier ja auf dem Feldberg oben im Taunus und es schneit hier. Wirklich, es schneit. Okay, Kofferraum. Was haben wir denn? Wir haben 520 Liter quasi in der nicht umgeklappten Version. Wenn man die Sitze umklappt, im Verhältnis zu 60 zu 40 geteilt, haben wir 1789. Und wir haben hier unten drunter, da ist noch ein Riesenfach, so ein Untertrunk sozusagen. Und wir haben endlich mal einen Frunk, und der ist 58 Liter und der sieht so aus. Leute, das ist der Frunk. Richtig viel Platz, 58 Liter. Also, da haben sie doch wirklich mitgedacht. Perfekt. Boah, Leute, jetzt sind wir auf dem Parkplatz auf dem Feldberg. Und wie gesagt, draußen schneit es. Also, es ist wirklich unfassbar. Gucken uns doch mal die Software an. Wir haben hier, wie gesagt, 15,5 Zoll großes Infotainment-System. Sehr schön, auch drehbar. Haben wir so ein paar Widgets offensichtlich. Also, ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich erschließe mir das jetzt intuitiv. Also, bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwas falsch mache. Also, hier haben wir irgendwelche Widgets. Die kann man auch scrollen. Überhaupt kann man hier die Hintergrund. Das wäre passend für gerade Schneelandschaft. Ja, kann man hier wunderbar flüssig scrollen, also sehr schön, wirklich. Auch dieser Animationseffekt, sehr nett. Ja, BYD-typischen Home-Symbol, einmal zurück, einmal dieses Autosymbol für die Einstellungen. Hier sehen wir halt auch so die Verbrauchskurve. Das sind aber BYD-typisch eben immer nur die letzten 50 Kilometer. Aber hier steppt man sich so durch die ganzen Einstellungen. Und ihr seht es, jedes Menü hat noch Untermenüs, ne? Audio, Anzeigeversion, bla bla bla. Also jede Menge Features. Die Einstellungsmöglichkeiten sind fast schon erschlagend. Hier die ganzen Assistenzen. Energie, Energiemanagement, Aufladen, Entladen. Natürlich hat er auch Rekuperationsverstellung hier, nicht nur hier am Knopf. Parken, Licht, Fahren, Head-Up-Display. Oh, hier, schaut euch das an. Ohne Ende Einstellungsmöglichkeiten und noch Service. Ne? Und suchen kann man auch noch, weil es gibt so viel, irgendwann findet man sich nicht mehr zurecht. Dann muss man nach dem Stichwort suchen. So, jetzt habe ich halt versucht, mal zu gucken, wo wir hier den Blinker-Sound, ne? Bing, 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 wo man den einstellen kann. Apps, Speicher, Sicherheit, Berechtigung, Benachrichtigung. Tja, Audio. Medienlautstärke, Telefonlautstärke. Nee, ich glaube nicht, dass man den Blinker-Sound einstellen kann. System. Einheitliche Benutzervereinbarung, Datenschutz, Anwendungen, Apps, Speicher, ja, Apps. Ja, Apps. Es gibt sowas wie einen App Store. Dann gehen wir ganz nach oben. Der ist schon Karaoke. Nicht schlecht. Wo ist Karaoke? Ganz oben in den Apps. Gehen wir in die Apps ganz nach oben. Achso, Apps. Ja, Karaoke ist doch Standard. Das gibt es ja mittlerweile sogar bei Porsche. Bitte? Okay, wo hatten wir denn die Apps hier? Wo waren die denn? Hier, ne? Genau. Da waren die Apps. Also man kennt das hier von eurem Smartphone. Apple CarPlay, Android Auto, kabellos, ne? Amazon Music, Fotoalbum. Datenmonitor, Dateimanager, Handbuch. Gehst du wieder da hinten? Nein, den Splitscreen wollte ich nicht. Ich wollte die App-Liste. So. Karaoke, Spotify, intelligentes Laden. Was ist das? Ach so, da kann man geplantes Laden machen. Alles klar. Einstellungen. Okay, da kommt man da wieder hin. Das ist so ein bisschen redundant. Hier ist auch noch mal wahrscheinlich die letzten aufgerufenen Apps, ne? Das Ganze ist natürlich wie immer bei BYD Over-the-Air Update fähig und inzwischen gibt es dann doch schon einige Apps mehr als bei meinem letzten Test vom Dolphin zum Beispiel in dieser neuen Softwareversion. Das macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck und funktioniert hier auch wirklich sehr, sehr flüssig. Ne? Und Navigationssystem, ja, also muss echt sagen, funktioniert auch ziemlich gut und man kann mit Google suchen. Was auch immer man da jetzt, zum Beispiel Oberursel, Taunus. Ja. Dann ist jetzt deine Route weg. Ja, die war doch gerade schon weg, hast du doch gesehen. Habe ich nicht gesehen. So, kannst du als Ziel festlegen. Zack. Ey, das hat eine halbe Sekunde gedauert, ja? Ja, das war jetzt gar nichts, ey. So, jetzt machen wir mal Ladeplanung. Jetzt gehen wir mal Ladeplanung. Jetzt gehen wir mal irgendwo nach München. Da haben wir natürlich auch die Sprachsteuerung. Navigiere nach München.
Hier sind die Suchergebnisse. Wo möchtest du hin? Okay, das ist jetzt ein bisschen schlecht lesbar, weil das so halbtransparent ist. Munich. Ich beginne mit der Navigation. Okay, Munich ist natürlich nicht so sexy. Die geltenden Verkehrsregeln. Ja, ich soll Verkehrsregeln beachten. Navigation ist fertig. Und jetzt ist die Frage, wo habe ich meine Ladeplanung? Ist wie beim Dolphin, ne? Wo habe ich meine Ladeplanung? Die habe ich dann da, wo hier die Ladestationen sind, schätze ich mal. Dabei sucht dann. Nee, das sind nur die Ladestationen in der Nähe. Habe ich irgendwie eine Ladeplanung? Geh mal auf die Übersicht der Route. Okay, ich gehe nochmal auf die Übersicht der Route. Ah, nee, hier. Na ja. Da. Okay, noch hat er keine Ladestation eingeplant. Wie viele Kilometer sind das? Das sind 426 Kilometer, Reichweite mit 365. Er müsste eigentlich einmal. Eigentlich müsste er einmal laden. Und ich habe gefiltert nach über 50 kW und nur CCS und Typ 2. Jetzt habe ich hier auf das Symbol mit der Ladesäule geklickt. Und jetzt habe ich hier meine Ladestation entlang der Route. Und wenn ich hier scrolle und Ladestation irgendwie in das Sichtfenster kommen, jetzt macht das auch, dann scrollt er die Karte mit. Genau. 5, 6, 7. 6, 7. Und wo ist 5? Keine Ahnung. Unter der 3. Unter der 3 wahrscheinlich. Das ist schön, dass er das macht. Ja, also so muss man halt von Hand Ladestationen suchen entlang der Route und sich entscheiden, nach wie viel Kilometer man dann laden will. Vielleicht kommt das noch. Wir sind ja, wie gesagt, bei der neuesten Softwareversion und sie machen immer wieder Updates. Also ich würde mal sagen, irgendwann kommt das noch, dass BYD auch eine ziemlich perfekte Ladeplanung hat, weil das hier an sich ist ja schon brauchbar. Also damit kann man Langstrecke fahren. Gar kein Problem. Ja, Leute, ihr seht, Ladeplanung mit Fragezeichen, aber ehrlich gesagt, kann man so auch arbeiten. Okay, Leute, wir navigieren uns irgendwie wieder zurück nach Offenbach. Das wird schon klappen. Ja, viele Wege führen nach Rom. Aber die Strecke sieht vielversprechend aus. Ja, es gibt auf jeden Fall jetzt durch die Taunusberge hier. Und wir haben immer noch ein bisschen Schneefall. Also Herz, was willst du mehr? Weil ich das Thema Schneefall erwähnt habe. Ja. Was ihr noch nicht wisst und wo ich demnächst noch ein paar Ankündigungsvideos drüber machen werde, ist, dass ich im Januar eine ganz große, lange Tour vorhabe, nämlich zum Nordkap. Das kann ich mit meinem Model S fahren, das finde ich aber ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich verschiedene Hersteller gefragt, ob ich nicht von ihnen ein Auto bekommen könnte. Und einige Zusagen hätte ich schon. Leider brauche ich dafür mindestens 14 Tage Zeit, um das Ganze vorzubereiten, nachzubereiten und auch hin und zurück zu fahren. Und ich will auch nicht so hetzen müssen. Und die Zeit ist das Problem. Und ich habe natürlich auch BYD gefragt, wie das denn ist hier mit dem nagelneuen C-Line 7. Ob ich den möglicherweise für eine Nordkap-Tour, sprich bei Eis und Schnee, irgendwie 3.500 Kilometer da hoch bekommen könnte für 14 Tage. Und siehe da, ich habe eine Zusage, dass ich diesen C-Line 7 für die Nordkap-Tour bekomme. Ist das mega, nicht geil, oder? Leute? Nee, richtig gut. Also, ich muss echt mal sagen, die Leute von BYD Deutschland, die ich heute kennengelernt habe, vor allem cool, auch der, ne? Sales Manager Jochen, schöne Grüße nochmal. Sowas von nette Leute. Ja, mega cool, also drauf. Also du merkst auch, die haben auch Bock. Die haben Bock, ja. Die haben Bock. Also die wollen einfach, die stehen hinter ihrer Marke, die finden das Produkt cool und die haben echt Bock drauf, dass das hier ein Erfolg wird. Apropos Bock, das haben sie auch noch gesagt auf der Keynote. Also 23% dieser New Energy Vehicle kommt übrigens dann von BYD. Das heißt, also das ist weltweit. Wahnsinn. Also du sagtest so lapidar, bevor sie diese Zahlen da verkündet haben, pass mal auf, BYD wird das neue Toyota. Und dann haut er diese Zahlen raus und du denkst so, keine Einwände. Ja. Ja, Leute, ganz ehrlich, wenn man sich das hier so anguckt, wie die hinter ihren Produkten stehen, was BYD, die ja mittlerweile 30-jähriges Firmenjubiläum hatten. Das war auch interessant. 30 Jahre sind die und, schon mal alt. Und in China ja Marktführer, was Elektroautos angeht. Und liefern sich ja so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tesla im Moment. Aber ich glaube, wenn man jetzt hier diesen C-Lion sich so anschaut, was das für ein geiles Auto ist, wie der sich so fährt, was der für Features hat, sicherlich noch ein paar Schwächen. Also Software haben wir gerade gesehen, gibt es noch ein bisschen was zu tun. Aber die sind dran und die haben erzählt, die haben über 100.000 Ingenieure bei 700.000 Beschäftigten. Ja? Ja. So ein Siebtel der Beschäftigten sind Ingenieure. Jeden Tag 32 neue Patente, die angemeldet unglaublich, werden. Unglaublich, Leute, unglaublich. Also es ist ganz, ganz, ganz spannend, mal auf so einer Pressekonferenz zu sein, ja, wo man so ein paar Firmeninsights erfährt, weil normalerweise erfährt man sowas eher selten. Und das war sehr, sehr spannend mal zu sehen. Und dadurch bekommt man auch einen ganz anderen Blick auf so einen Hersteller. Und so ein Chinese, ja, da hat man immer nur dieses abstrakte Bild, ja. BYD, ja, chinesische Hersteller, keine Ahnung, was die so machen.
Aber das ganze Konzept dahinter ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, da werden sich hier in Deutschland und Europa die Hersteller noch wundern, wenn die Werke außerhalb Chinas erstmal stehen. Also in Taiwan haben sie jetzt Werk in Betrieb genommen. Thailand. Bis Ende 25 Ungarn. Ja, in Brasilien entsteht ein Werk. Also Leute. Und alle, die jetzt schimpfen, Ungarn, BMW und Mercedes sind auch in Ungarn, ne? Also. Ja, ja. Also BYD ist seit 2 Jahren in Europa. Erst, ja. Und ja. Die haben hier 7 Modelle am Start. Und jetzt denkt euch mal, was in 2 Jahren ist, wie weit die dann sind. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr spannend. Wir müssen euch übrigens noch was über die Ladeleistung erzählen. Das haben wir bis jetzt noch gar nicht gemacht. Nicht ganz unwichtig, ne? Ja. Das ist noch ein Grund, die Exzellenzausführung zu wählen, denn die liegt bei 230 kW. Das heißt, in 24 Minuten von 10% auf 80%. So ist zumindest angekündigt. Ja. Und die anderen beiden Versionen, die haben eben nur 150 kW Ladeleistung. Das heißt, da dauert es dann 30 Minuten plus. Was ich erstaunlich fand da ist, es ist weder 400 Volt Technik noch 800 Volt Technik. Das ist irgendwie eine 600 Volt Technik. Und dann, ich wollte gerade sagen, es hängt da natürlich wieder voll von der Ladekurve ab, auch so ein bisschen, wie lange es dann hält. Das wird dann sehr spannend, wenn wir in Norwegen sind mit dem Wagen. Das ist ja dann tiefster Winter. Das heißt, wir haben unter Umständen minus 15 Grad oder noch kälter. Und mit einer LFP-Batterie. Da ist dann alles Entscheidende, wie ist die Vorkonditionierung, wie klappt das und wie schnell kann ich dann da wirklich laden. Übrigens ist die 12-Volt-Starter-Batterie, wenn wir so nennen wollen, die 12-Volt-Batterie ist auch LFP. Ja. Was auch, glaube ich, bei keinem anderen Hersteller der Fall ist. Ja, Leute, wir nähern uns gleich wieder Offenbach. Wir sind gleich wieder da. Dann geben wir den Wagen ab und dann geht es wieder zurück nach Hause. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick hier in den BYD C-Line 7 hat euch gefallen. Auch wenn es ein bisschen chaotisch war, ein bisschen gehetzt hier durch diese ganze Feature-Liste. Tut uns furchtbar leid, aber wir hatten echt nur wenig Zeit mit dem Auto. Dafür ist es doch ziemlich ausführlich gewesen, glaube ich. Also alle Informationen, die in unseren Köpfen waren, haben wir rausgehauen hier. Pam, pam, pam. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Leute, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video und dann würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dann macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.